Hi, ich bin der Leon, ich arbeite bei eMotion als Zweirad-Mechanikermeister. Heute schauen wir uns das Thema Schutzbleche am Pedelec, am E-Bike an. Und heute zeige ich euch, was wir machen können, wenn keine verbaut sind. Wie wir sehen, wir haben jetzt hier einen Gravel-Pedelec ohne Schutzbleche, also eine sportliche Ausführung, wie sportliche Räder einfach ohne Schutzbleche ausgeliefert werden. Im Winter kommen wir aber um dieses Thema nicht drum herum. Wir brauchen Schutzbleche, um täglich damit zur Arbeit zu fahren, zu pendeln. Egal wo wir hinfahren, wir kommen immer nass und dreckig an. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, solche Systeme nachzurüsten. Wir haben die Möglichkeit, fest verbaute Schutzbleche nachzurüsten, wie wir es von den normalen Pedelecs kennen, von normalen Fahrrädern kennen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Schutzbleche zum Stecken oder zum einfachen Nachrüsten dran zu bauen, und davon zeige ich euch heute eine Möglichkeit. Ich habe von der Firma SKS Schutzbleche da, wie zum Beispiel diese Shock Blade, so heißen diese, fürs Vorderrad, oder für hinten das Schutzblech, was an der Sattelstütze befestigt wird. Das wird an der Gabel befestigt, unten das wird an der Sattelstütze oder am Rahmen hinten befestigt. Wichtig ist hier, das ist jetzt nicht für dieses Bike passend, die sind jetzt eher für den Mountainbike-Bereich. Um da das passende Schutzblech zu finden, kommt gern bei einer eMotion E-Bike-Werkstatt oder einem eMotion E-Bike-Shop vorbei, um das passende Schutzblech für euer Fahrzeug zu finden. Theoretisch, wenn wir uns den Anbau anschauen, dann ist das relativ einfach. Bei diesem Schutzblech zum Beispiel ist die Befestigung dabei, um das in dem Lenkrohr von dem Bike zu befestigen. Bei Mountainbikes ist immer ein Loch drinnen in verschiedenen Durchmessern, und da sind auch verschiedene Durchmesser wiederum dabei. Für hinten ist das Ganze ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Und zwar, wir können mit einem Band, was wir auf die Länge anpassen können, von dem Durchmesser der Sattelstütze, können wir einfach einstellen, können wir das Ganze hier befestigen. Ich habe das Band jetzt auf die richtige Länge angepasst, um das an der Sattelstütze in der Regel zu befestigen. Wir haben auch die Möglichkeit, das am Rahmen zu befestigen, wie es jetzt in diesem Fall möglich ist. Und zwar gehen wir hier dran, schauen, dass es gut sitzt, und können das dann hier zuklicken. Das ist fest, so funktioniert das Ganze noch nicht. Wir müssen dann, wie wir es gerade angepasst haben, über die einzelnen Schrauben hier das Ganze befestigen. Wenn das Ganze mittig eingestellt ist, schützt uns dieses Schutzblech davor, im Winter dreckig zu werden am Rücken, unser Rucksack, dass der nass wird, dass wir eben von unten gegen Regen und Schmutz geschützt sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked das Video gerne, abonniert den Kanal, und bis zum nächsten Mal.